Vers 44. Die äußere Energie, Maya, die ihrem Wesen nach der Schatten der Chit-Energie ist, wird von allen Menschen als Durga verehrt. Die erschaffende, erhaltende und vernichtende Bevollmächtigte der materiellen Welt. Ich verehre bewundernd den urersten Herrn Govinda, nach dessen Willen Durga ihre Pflicht erfüllt. Erläuterung: Hier wird die zuvor erwähnte, über Devidam herrschende Gottheit beschrieben. Die Welt, von der aus Brahma den Herrn von Goloka mit Hymnen verehrt, ist das aus 14 Planetensystemen bestehende Devidam, dessen vorherrschende Gottheit Durga ist. Sie hat 10 Arme, welche die 10 verschiedenen fruchtbringenden Tätigkeiten repräsentieren. Sie reitet auf einem Löwen, der ihren Heldenmut symbolisiert. Und als die Bezwingerin aller Laster zertritt sie Mahish Asura. Sie ist die Mutter von 2 Söhnen, Kartikeya und Ganesha, die für Schönheit und Erfolg stehen. Und sie sitzt zwischen Lakshmi und Saraswati, die weltlichen Reichtum und weltliches Wissen verkörpern. Sie verfügt über 20 Waffen, welche die vielfältigen frommen Werke darstellen, die in den Veden zur Überwindung von Lastern empfohlen werden. Sie hält eine Schlange in der Hand und repräsentiert damit die Schönheit der alles vernichtenden Zeit. Das ist Durga, die in vielen verschiedenen Formen erscheint. Durga ist die Herrin des Durga, was so viel wie Gefängnis bedeutet. Wenn die von der marginalen Energie Tathastha Shakti gezeugten Shivas Krishnas Dienst vergessen, werden sie in das Gefängnis der materiellen Welt, die Zitadelle Durgas, geworfen. Das Rad des Karma dient an diesem Ort als Instrument zur Bestrafung. Durgas Aufgabe ist es, die verurteilten Jivas zu läutern, und so richtet sie sich ganz nach dem Willen Govindas und tut gewissenhaft ihre Pflicht. Wenn die eingekerkerten Jivas das Glück haben, selbstverwirklichten Seelen zu begegnen, die sie darauf aufmerksam machen, dass sie Govinda vergessen haben und so ihre natürliche Neigung für den hingebungsvollen Dienst Krishnas wecken, dann wird Durga persönlich durch den Willen Govindas dazu ermächtigt, ihnen bei der Befreiung behilflich zu sein. Es sollte also jeder das aufrichtige Wohlwollen Durgas, der Gebieterin dieses Gefängnisses, zu gewinnen suchen, indem er sie mit selbstlosem Dienst für Krishna gnädig stimmt. Die von Durga in Form von Reichtum, Grundbesitz, Genesung von Krankheit, Ehefrau und Söhnen empfangenen Segnungen sollten als die irreführende Güte Durgas verstanden werden. Das weltliche Frohlocken, geboren aus den 10 großen Wissenszweigen, Dasa Mahavidya, die von den 10 Göttinnen den verschiedenen Aspekten Durgas repräsentiert werden, dient der Täuschung der gefangenen Seelen dieser Welt. Der Jiva ist ein atomisch kleines, spirituelles Teilchen Krishnas. Wenn er seinen Dienst für Krishna vergisst, wird er sofort von der in dieser Welt wirkenden Anziehungskraft Mayas geblendet und in den Strudel weltlicher, fruchtbringender Tätigkeiten, Karma, geworfen. Maya sperrt die Seele in einen grobstofflichen Körper, der aus den 5 materiellen Elementen, deren 5 Attributen und den 11 Sinnen besteht und einem Gefängnisanzug gleicht. Fußnote 20: 5 Elemente ist gleich Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, in Klammer Raum.
Fußnote 21, 5 Attribute. Mit den fünf Sinnen wahrnehmbare Eigenschaften der Materie in fünf unterschiedlichen Zustandsformen: greifbar, schmeckbar, sichtbar, fühlbar, hörbar. Fußnote 22, 11 Sinne, ist gleich die fünf Sinnesorgane, die fünf Arbeitssinne, in Klammer Hände, Füße und so weiter, und der Verstand. In diesem Strudel erlebt der Jiva Glück und Leid, Himmel und Hölle. Innerhalb des grobstofflichen Körpers gibt es noch einen feinstofflichen Körper, der aus Geist, Intelligenz und Ego besteht. Mit Hilfe des feinstofflichen Körpers verlässt der Jiva seinen grobstofflichen Körper und sucht Schutz in einem anderen. Von seinem feinstofflichen Körper, der voller Unwissenheit und übler Wünsche ist, kann sich der Jiva nicht lösen, ohne Befreiung erlangt zu haben. Nach der Auflösung des feinstofflichen Körpers badet der Jiva im Viraja und steigt auf nach Haridam. Durga geht all den erwähnten Pflichten im Einklang mit dem Willen Govindas nach. Eine weitere Beschreibung der Beziehung zwischen Durga und den bedingten Seelen findet sich in dem Bhagavad-Shloka Vilajamanya Durdiyaha. Fußnote 23, Srimad Bhagavatam 2.5.13. Die verblendende Energie des Herrn wagt es nicht vorzutreten, denn sie schämt sich ihrer Stellung. Doch diejenigen, die durch sie verwirrt sind, reden Unsinn, beherrscht von den Gedanken, ich bin es und es gehört mir. Die bisherige Beschreibung Durgas bezieht sich auf die Durga, die von den Menschen dieser materiellen Welt verehrt wird. Die spirituelle Durga hingegen, die in dem Mantra erwähnt wird, der das spirituelle Reich des höchsten Herrn umhüllt, ist die ewige Dienerin Krishnas und somit die transzendentale Wirklichkeit, deren Schatten die hiesige Durga in dieser weltlichen Region als ihre Dienerin auftritt. In Klammer, vergleiche die Erläuterung zu Vers 3.